Ja moin, Servus und Hallo, herzlich willkommen auf meinem Kanal zu den Frühlingsdüften. Ja, 20. März ist bei uns Frühlingsanfang und wir haben ja die letzte Woche oder überhaupt die letzten Tage war es, wenn es einmal geregnet hat, aber es war richtig, richtig mild. Also unter anderem, wir haben, glaube ich, vorletzte Woche, da waren es fast 20 Grad und das im Februar. Ja, was liegt dann eigentlich näher, als euch Frühlingsdüfte zu zeigen? Ich habe ursprünglich, hatte ich vorgehabt, ein komplettes Video zu drehen, aber das wäre wohl ein bisschen zu aufwendig gewesen. Ich habe das jetzt unterteilt. Und zwar die anderen Videos, die kommen dann irgendwann in den nächsten Tagen. Oder es geht los mit Drogeriedüften. Ich werde es nochmal dann unterteilen in Düfte, also in arabische Düfte und werde da auch nochmal ein Video drehen über günstige Designer, was man jetzt so im Frühling tragen kann. Ich denke mal, es ist einfach ein bisschen sortierter, wenn ich das jetzt durchaus trenne. Ja gut, wir haben heute auch wieder Sonne, aber ein bisschen so Mischmaschwetter. Vorhin hat es mal kurz geregnet, aber jetzt wie gesagt scheint bei uns die Sonne. Ich hätte es durchaus auch auf unserer Terrasse drehen können, das Video, aber es ist doch ein bisschen noch frisch. Also uns ist es so vorgekommen, wir waren schon draußen unterwegs. Und ja, das Wetter ist einfach ein bisschen zu frisch. So, ich will gar nicht lange rumschwitzen. Ich würde sagen, wir fangen gleich an. Was ich jetzt hier habe, sind alles Düfte, die man im Preisgefüge zwischen 5 und 10 Euro maximal so bekommt. Wenn vielleicht mal ein Duft ein klein wenig mehr kostet, aber eigentlich bei den Düften, die sind eigentlich alle unter der 10-Euro-Marke. Los geht's mit dem Ghibellini X-Bold. Das ist ein inspirierter Hugo Boss Bottle Duft vom Lidl. Und Leute, das Teil ist mega geil, mega geil. Ihr bekommt hier original die Boss Bottled Version, eine ältere Boss Bottled Version. Vielleicht, ja, logisch, bei all den Düften, die ich jetzt hier habe, das kann ich euch gleich vorneweg sagen, was die Synthetik betrifft. Logisch haben die auch synthetische oder bestehen fast aus 90% oder 99% Synthetik. Aber die Synthetik ist jetzt bei allen Düften, hält sich in Grenzen. Also das heißt, ihr bekommt für ein Preis-Leistungs-Verhältnis für einen Zehner, bekommt ihr teilweise krasse, krasse Qualität. Ich kann euch, wie gesagt, den X-Bolt kann ich euch definitiv empfehlen. Ist ein geiler Klon. Also, wer hier nicht zuschlägt, hat was falsch gemacht. Ihr bekommt sogar ein bisschen so natürliche Apfel-Vibes. Also wie so ein Apfel-Zimtkuchen. Geiles Teil, geil. Der nächste ist der UDV Flash, also von Ulrich de Varens. Habe ich die letzten Tage auch mal einmal drauf gehabt. Und das ist ein mega frischer Duft. Passt jetzt super in den Frühling rein, genauso wie der X-Bold von Ghibellini. So, die Düfte, der hat eine Frische drin. Also wenn es jetzt hier ein bisschen wärmer wird, der hat Orangenblüte drin, hat eine Orange drin, hat eine Mandarine drin im Opening. Ist absolut geiler Duft.
kostet ähnlich wie der hier zwischen 6 und 7 Euro. Also bei dem hier könnt ihr definitiv nichts falsch machen. Wenn es ein bisschen wärmer wird, ist der hier richtig mega gut. Da hat er so eine leichte Zimtnote drin. Das hat der X-Bolt übrigens auch. Und zwar eine sehr natürliche Zimtnote und eine sehr natürliche Apfelnote hier. Auch hier die Früchte, logischerweise mit etwas Synthetik, aber hält sich definitiv de facto in Grenzen. Absolut geiles Teil. Kann man ohne weiteres empfehlen. Der nächste ist nochmal ein Larif. Und zwar die Extreme Story. Hier bekommt ihr den Sauvage in einer 100 ml Version für knapp 7 Euro. Das ist ähnlich wie der, es gibt ja auch den Cibellini vom Lidl. Da gibt es ja auch den Sauvage-Klon. Das ist hier die Extreme Story. Aber hier ist noch ein bisschen mehr drin. Sind beide an sich nicht gut. Ich hätte ihn jetzt auch noch mit dazu nehmen können. Sprüher übrigens hervorragend. Für das Geld. Boah. Geiles Teil, Leute. Extreme Story von Larif. Sauvage für paar Euros. Den nächsten, den habe ich im vergangenen Jahr sehr oft getragen. Das ist der Absolut Sport von ebenfalls von Larif. Ein Dupe zum Allure Homme. Hier absolute Frische. Also es ist nicht nur ein Frühlingsduft, das ist auch, könnt ihr den natürlich logischerweise im Sommer tragen. Absolut pervers geil gut. Oh Gott. alle Düfte, die sind definitiv, was ich jetzt vorstelle, top geeignet. Ob er die fürs Büro, für den Sport. Also die sind absolut versatil. Die könnt ihr abends zum Ausgehen, was weiß ich, wenn er irgendwo hingeht. Die strahlen jetzt nicht mega ab, aber die halten ihre alle Düfte, was ich hier habe. Ich sage es jetzt mal pauschal, weil das ist von vielen Dingen abhängig. Aber normalerweise könnt ihr hier bis zu 4-5 Stunden rechnen, bei manchen sogar noch mehr. Ich habe also bei dem, den stelle ich euch gleich nochmal vor, den Powerful Black, da habe ich teilweise, habe ich den sogar 6, 7, 8 Stunden gerochen. Also das ist ganz unterschiedlich, aber grundsätzlich bei allen Düften zwischen 4 und 5 Stunden. Und für das Geld, da könnt ihr locker nachsprühen. Ne? Absolut Sport von Larif ist ein wunderschöner Frühlings-Sommerduft. Mandarine, Zitrone, Grapefruit, Bergamotte. Er hat das gleiche Programm drin wie beim Allure Homme Sport. Natürlich, ich habe ja den Duft schon verglichen mit dem Original. Logisch ist der Original, das Original, ich sage es immer wieder, ja, das könnt ihr nicht 1:1 vergleichen. Ja, müsst ihr mal überlegen, ja, für 6, 7 Euro, da bekommt ihr einen ordentlichen Duft, der ist wirklich, für das Geld ist der top. Aber ihr könnt ihn mit dem Original nicht unbedingt vergleichen. Das Original ist halt noch ein bisschen tiefer, ist vielleicht hat das Original auch ein bisschen weniger Synthetik drin. Aber natürlich ist auch in Düften für 300, 400 Euro habt ihr auch synthetische Stoffe drin. Geht gar nicht mehr anders da. Ich muss immer wieder dazu sagen, ich werde oft gefragt in Kommentaren, ja, Haltbarkeit, 4, 5 Stunden oder 3 Stunden. Manche sagen, ja, der hält nicht lang. Die Haltbarkeit ist von vielen Faktoren abhängig. Und es ist einfach so, dass ihr das mit eurer Haut, ja, bei manchen Hauttypen, die eine trockene Haut, ich habe auch eine trockene Haut, da hält es einfach nicht unbedingt nicht so lange. So, jetzt geht es aber im Eiltempo weiter. Der nächste
ist ein absolut geiles Teil. Hier habt ihr Le Mal für 6, 7 Euro. Ein Original Le Mal von früher. Also der Duft hat selbst mich begeistert, obwohl ich eigentlich kein Le Mal-Fan bin. Kalin Infinity Navy. Also Infinitiv Navy von Kalin. Leute, der Duft ist mega geil. Und ihr seht, ich habe den auch schon verwendet. Obwohl ich eigentlich, wie gesagt, ich mag das nicht. Aber diese Kombi Lavendel, Tonga-Bohne, Vanille. Hier habt ihr auch diesen Kaugummi-Style wie beim Original. Aber vielleicht nicht ganz so süß. Und der Sprüher auch hier. Richtig geil. Oh, Leute, der Duft hat mich auch, also der hat mich echt begeistert. Für den Sommer oder beziehungsweise fürs Frühjahr zum Ausgehen. Wer hier in den Club geht, möchte nicht viel Geld ausgeben. Student, Schüler und ihr geht in den Club abends, da könnt ihr den draufhauen. Da könnt ihr 20, 30 Sprühstöße drauf machen. Das kostet lächerliches Geld. Und ihr habt einen geilen Duft, absolut. Toll, super. Da könnt ihr nichts falsch machen. Der nächste, Powerful Black. Ich habe es angedeutet, der hat bei mir hat er knapp 8 Stunden gehalten. Ist auch ein Frühlingsduft. Ich würde eher so Frühling-Herbst verorten. Den könnt ihr abends, wenn es ein milder Frühlingstag ist, da passt er ideal rein. Der hat am Anfang hat er eine Ingwernote drin und eine Maninka-Frucht. Und das Ganze, das hat so einen minzig-holzigen, ich habe nichts getrunken, einen minzig-holzigen Geruch. Ach, der Duft ist mega geil, wie alle Kalin-Düfte für ein Apfel und Ei erhältlich. Ach, geil, absolut geil. Der nächste ist nochmal ein Larif, der hat ebenfalls eine Ingwernote drin. Und zwar eine Mischung aus Ingwer, Apfel, Zitrone. Der hat eine geile Kopfnote. Ist ein Dupe. Übrigens, achso, habe ich vergessen zu sagen, der Powerful Black ist ein Dupe vom Hugo Boss The Scent. Wobei ich den Scent als, ich habe da ja auch einen Test drüber gemacht, da könnt ihr euch ruhig mal den Test angucken. Ich fand das Original, habe ich als Pröbchen da gehabt, aber ich fand den gar nicht so gut. Also der hier, 7 Euro, Hammerteil, Hammerteil. Hier, der Jäger, Hunting Man, geil. Oh, hat der eine Würzigkeit, dieses, der hat ebenfalls, also wie hier Ingwer im Opening drin, aber auch eine Frische. Also wenn es hier ein sehr, sage ich mal, ein wärmerer Frühlingstag ist, könnt ihr den optimal, der erfrischt euch durch diese Ingwernote, ist es auch ein bisschen so minzig. Dann hat er, wie gesagt, Apfel drin, er hat Zitrone drin, eine Dupe oder ein Dupe, ja, zum Azarus Most Wanted. Geiles Teil, ebenfalls knapp 7 Euro. So, der nächste, der kommt, ist nochmal ein Larif und zwar den Amber King. Das ist ein würzig-holziges Teil, vergleichbar mit dem Dolce & Gabbana K. Ich habe den K in der Drogerie gerochen und da merkt ihr in der Kopfnote, merkt ihr keinen Unterschied. Ich könnte jetzt nochmal einen richtigen Vergleich machen. Vielleicht hält das Original wahrscheinlich länger. Aber wer hier was sucht, nicht ganz so süß, aber was Frisches, das ist auch ein, sieht man ja, fast ein Duschgel-Duft. Der hat eine gewisse Frische drin. Ah. Geil, geil. Absolut geil. So,
Dann habe ich hier noch den braven Mann. Das ist ein Invictus, eine Invictus-Interpretation. Ebenfalls geil. Ihr wisst, alle, die meine Videos kennen, ich mag den Invictus und auch diese frische Note ist für den Frühlingssommer ideal. Perfekt. Geil, geil. So, dann habe ich last but not least zwei. Ja, das ist noch so ein Fußballerduft. Kostet aber nicht mehr als 10 Euro. Und zwar den Beckham Bold Instinct. Das ist auch so ein schönes, so eine schöne Lavendel-Holzkombination. Und der Duft hat sogar eine Magnetkappe. Geht als Sportduft durch, aber den könnt ihr logischerweise fürs Office-Geschäft ausgehen. Die Düfte, die ich euch jetzt gezeigt habe, die sind alle versatil einsetzbar. Die könnt ihr im Prinzip für alle Optionen verwenden. Und dann habe ich noch als letzten, habe ich den Science, den habe ich ja da in meinem Inselvideo vorgestellt nochmal. Das ist ebenfalls ein Frühlings-Sommerduft, der eine gewisse Frische hat, ebenfalls für Sportstudio oder was auch immer, whatever. Ja, dann eine geile Frische. Absolut geil. Auch Zitrone, Bergamotte, ein bisschen Aquatik, also so eine aquatische Note. Ich finde den richtig gut. Da können wir nichts falsch machen. So, im Schnelldurchlauf nochmal. Angefangen habe ich mit dem X-Bolt, Ghibellini, dann den UDV, Flash, den Extreme Story, dann den Absolute Sport. So, dann kommen die Kalin. Infinity Navy, Powerful Black, dann den Hunting Man, den Larif Amber King, den Braven, den Braven, den Braveheart, ja, und dann nochmal den Bold Instinct und den Science. Ihr könnt bei all den Düften, könnt ihr nichts falsch machen, die kosten alle in der heutigen Zeit nicht mehr als 7 Euro. Wie gesagt, zwischen 6 und 7 Euro, ich weiß nicht aktuell. Ich gehe nicht jeden Tag in Müller, ich gehe nicht jeden Tag in den Drogeriemarkt. Müsst ihr einfach gucken, die sind auch öfters, habe ich gehört, beim Rossmann im Angebot. Und da kann man sich durchaus, kann man sich den einmal auf Vorrat oder den einen Duft oder so bungern. Top-Teil. Top-Teile. Ja, ich würde sagen, das war es auch gewesen. Ich will es jetzt auch gar nicht länger machen. Ich bedanke mich bei allen ganz herzlich fürs Zuschauen, allen neuen Zuschauern, neuen Abonnenten. Nochmal ein fettes Dankeschön. Immer einschalten hier. Drückt den Abonnieren-Button. Hier erfahrt ihr immer alles über günstiges und preiswertes Parfüm. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns auf jeden Fall nochmal. Macht's gut, ciao.